2:0 gegen 1860 München nach 4 Unentschieden, hat es endlich wieder mit dem Sieg geklappt. Wie viele Steine sind euch vom Herzen gefallen heute? Ja, viele. Wir sind sehr stolz auf die Leistung. Wir haben uns voll reingehauen, auch nach der roten Karte haben wir immer weitergemacht, jeder für jeden gekämpft und das zeichnet uns auch ein bisschen aus. Wir sind eine Kämpfertruppe und wir sind ein eingeschworener Haufen. Du selbst warst jetzt wieder in der Startelf, hast einen vorgelegt, letzte Woche schon 11 Meter rausgeholt. Man hat das Gefühl, du bist immer besser drin in der Saison. Nimmst du das auch so wahr? Ja, also ich fühle mich wohl. Wenn man sich wohlfühlt, kann man auch die Leistung bringen. Mitch gibt mir das Vertrauen und ich bin froh, hier zu sein. Wie viel Werbung müssen wir jetzt noch für Mittwoch machen? Heimspiel, Dynamo Dresden, Jahresabschluss? Ja, ich glaube, wird ein geiles Spiel. Mit Dynamo Dresden kommt natürlich ein guter Gegner auf uns zu, aber ja, wir sind gut in Form, wir geben Gas und wir haben Bock drauf. Eine Frage noch unter der Woche, war Weihnachtsfeier, hat uns das für heute geholfen? Natürlich, hat Spaß gemacht. Ich glaube, war eine gute Feier und ja, wir haben es genossen. Sehr gut, dann machen wir Mittwoch weiter. Herzlichen Dank.